römischer Zeit, so weiß Pater Thomas zu berichten, war das Gebiet hier von den Römern besetzt und hieß Acaunus. Es war eine Außengrenze des Römischen Reichs, gesichert von einer Garnison römischer Soldaten. No, musím říct, že tady se jich opravdu urodilo. Teil der Bevölkerung. Možná ještě menší je. Die für ihren Glauben gestorben waren, wurden als Märtyrer verehrt, ihre Gebeine. Über mehrere Jahrhunderte die Reliquien der Märtyrer. Krypta war in dieser Zeit verbreitet, weil sie einen Zugang von zwei Seiten ermöglichte. Die Krypta wurde zu einer vielbesuchten Pilgerstätte, was der Abtei und dem Ort St. Maurice enormen wirtschaftlichen Aufschwung brachte. Um dem Ansturm der Pilger Herr zu werden, entschloss sich der damals amtierende Abt im Jahr 1225, die Gebeine umzubetten und sie in Reliquienschreinen in der Basilika aufzubewahren, womit er auch einem neuen Zeitgeist der Reliquienverehrung entsprach. Im 13. Jahrhundert war bei den Pilgern stärker das Bedürfnis, die Reliquien auch wirklich zu sehen und nicht einfach nur vor einem Ort zu stehen. Und diese Reliquienschreine, aktuell gibt es drei davon, die werden alljährlich beim Mauritiusfest in Prozession mitgetragen.